Hallo, im letzten Video haben wir gesehen, wie wir ein Säulendiagramm zum Balkendiagramm ändern können. Das heißt, wie wir von einem Diagrammtyp zum anderen ändern können. Auch wie wir die einzelnen Säulen anders färben bzw. formatieren können. Heute arbeiten wir in diesem Video arbeiten wir mit Liniendiagrammen. Und da werde ich Ihnen mal ein paar Sachen zeigen, die nur zu Liniendiagramme gelten. Und zwar, das erste ist, will ich ein Liniendiagramm machen. Jetzt hier, wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, wenn ich jetzt hier einfach so unter Einfügen ein Liniendiagramm mache. Dann das Problem ist, ich kriege, weil die Jahre auch eine Zahl sind, dann kriege ich die Jahre auch irgendwo hier unten im Diagramm drin. Das will ich gar nicht. Deswegen, wenn man so, und ich will eigentlich die Jahre hier unten haben. Ein schneller Weg, wie man das machen kann, ist, ich tue das Diagramm wieder entfernen, ist einfach das Jahr vorübergehend, also die Jahre vorüber, dieser Text vorübergehend löschen, dann nochmal markieren, einfügen, Linie, wählen wir uns einen Typ aus. Zack, und so habe ich jetzt mein Liniendiagramm. Ja, man sieht, ist alles so, wie ich es haben will. Und dann jetzt kann ich nachträglich dann die Jahre wieder einfügen. Okay, so. Diese Legende brauche ich jetzt gar nicht, kann ich auch entfernen. So, da habe ich das und diese Linien kann ich dann, diese einzelne Gitternetzlinien da kann ich dann auch entfernen. Und so habe ich jetzt eine schöne Linie da. Jetzt, was man mit Liniendiagramme machen kann, wenn man die doppelt anklickt, kann man wie bei Säulen und so weiter, kann man die Farben ändern. Zum Beispiel machen wir mal eine rote Linie zum Beispiel. So, jetzt ist die Linie rot. Man kann das dann hier sehen. Okay. Aber eine wichtige Sache bei, und das betrifft nur Linien, und zwar, man kann ja auch die Linie fetter machen, dicker. Hier ist ein Bereich, weil man sieht jetzt, die Linie ist ziemlich zackig. Ich hätte sie gern so glatt. Da ist hier ein Befehl, der heißt Linie glätten. Und wenn ich das schließe, habe ich jetzt eine glatte Linie. Ja, das ist eine Sache, die gilt nur für Linien. Jetzt eine andere Sache ist so, dass nehmen wir an, ich will jetzt auch das Personal einfügen. Dann nachträglich, oder das gilt jetzt für alle Arten von Diagrammen, nicht nur Liniendiagramme. Man hat im Diagramm bei Entwurf, man sieht hier, ich habe es letztes Mal im letzten Video erwähnt, ich erwähne es hier nochmal, ich klicke mal raus. Sobald man das Diagramm anklickt, sieht man hier Diagramm-Tools und da stehen mir diese Tools, Format, Layout und Entwurf zur Verfügung. Ich will jetzt diese Daten auch noch im Diagramm hinzufügen, nachträglich. Dann klicke ich das Diagramm bei Diagramm-Tools unter Entwurf, Daten auswählen. Und da kommt das Fenster. Ich will jetzt eine neue. Ich habe schon meine erste Reihe, die heißt Umsatz, die ist da. Ich will jetzt eine zweite Reihe hinzufügen. Dann gehe ich hier auf Hinzufügen. Reihenname, klicke ich einfach auf Personal. Der Vorteil ist, wenn ich da drauf klicke, ist, sobald ich das ändere, ändert sich das auch im Diagramm. Und hier, das lösche ich einfach und markiere einfach die Reihe, die ich brauche. Natürlich ohne Überschrift. Okay? So. Und dann habe ich es hier. Okay? Und so ist Personal da. Man sieht hier Personal, weil die Skalierung ganz anders ist. Hier geht es um Millionen und hier geht es nur um Hunderte. Ist das Personal hier unten. Jetzt muss ich das nur doppelt anklicken. Ich muss das richtig zielen. Ich klicke mal wieder weg. Ich klicke mal hier. Ja, ich kriege es wieder. Ich muss das richtig zielen und dann doppelt anklicken. Kriege ich. So, ich denke, jetzt habe ich es genau. Und hier könnte ich jetzt eine Sekundarachse machen? Und das heißt, wenn man das sieht, hier sind die Umsätze und hier sind die Personal. Okay? Und die Linienfarbe kann ich jetzt auch ändern. Machen wir wieder einfarbig. Diesmal machen wir die blau. Und Linienart auch ein bisschen dicker. Und man kann sie auch glätten. Ja? Und so sieht die dann aus. Und man sieht dann, so, man hat dann hier seine zwei Linien. Ja, das Personal, die blaue ist die Personal und die rote ist dann die Umsatzlinie. Umsätze gehen nach dieser Skalierung und Personal nach dieser Skalierung. Jetzt kann man nachträglich auch noch eine Legende hinzufügen, bei Layout. Ja, da kann ich dann hier, und da habe ich dann, sieht man hier, rechts ist der Umsatz, sorry. Rechts hier die Legende, rot ist der Umsatz und blau ist Personal. Ja. Und natürlich kann ich die dann auch wieder löschen, wie gehabt. Okay, und dann
was man noch machen kann. Natürlich, im letzten Video habe ich auch gezeigt, man kann die einzelnen Achsen per Doppelklick auch formatieren und ändern. Und natürlich bei Liniendiagrammen ist auch, wie bei anderen Diagrammen, man kann auch das Layout komplett ändern. Im Entwurf kann man auch auf einen anderen Typ nehmen, zum Beispiel jetzt auf Säulen. Ja, nehmen wir mal Säule zum Beispiel und okay, und so hat man dann die zwei Sachen da. Allerdings muss man achten, wenn man auf Säulen geht, verliert man die Sekundarachse, weil die Sekundarachse gilt nur bei Liniendiagrammen. Also nur bei Liniendiagrammen hat man dann diese Sekundarachse da. Okay, und das macht Sinn, wie jetzt mit unserem Beispiel, wenn wir hier Umsätze haben in Millionenbeträge und Personal in Hunderte, dann macht das Sinn, hier eine zweite Achse zu haben. Und so kann man beide Linien darstellen. Da kann man sehen, jetzt hier zum Beispiel Umsatzentwicklung und Personalentwicklung parallel zusammen, obwohl beide zu unterschiedlichen Skalen sind. Das war jetzt zum Thema Liniendiagramme. Natürlich, wenn man jetzt auf jedes anklickt, hat man da viel mehr Möglichkeiten, was man da noch machen kann. Aber im Endeffekt kann man vieles mit ausprobieren erstellen. Jetzt noch was kann ich sagen bei Liniendiagrammen. Bei Säulen habe ich im letzten Video habe ich gesehen, dass man jede einzelne Säule formatieren kann. Hier kann man bei Linien kann man jedes einzelne Segment formatieren. Wenn ich jetzt anklicke, sieht man, die ganze Linie ist markiert. Und wenn ich jetzt ein gewisses Segment anklicke, dann ist nur dieses Segment markiert. Und wenn ich das jetzt doppelt anklicke, dann kann ich das zum Beispiel, ich mache es mal mit einer anderen Farbe, zum Beispiel lila. Und man sieht dann, nur dieses Segment ist dann lila. Okay, genauso hier. Also einmal klicke, ist die ganze Linie markiert. Und noch einmal klicken, ist jetzt das eine Segment markiert. Und wenn ich das jetzt doppelt anklicke, dann kann ich das auch eine andere Farbe oder zum Beispiel Dicke oder was immer dann machen. Okay, und so kann man, wenn man will, jedes einzelne Segment dann anders formatieren. Okay? So, das ist jetzt zum Thema Linien. Natürlich viele andere Funktionen kann man per Ausprobieren austesten, weil ich werde jetzt nicht hier in dem Video jetzt alle abdecken. Das Wichtigste ist das Glätten und die Sekundarachse bei Liniendiagrammen.